Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Mein Name ist Daniela Tüchler, ich bin Gemeindeberaterin bei Natur im Garten und ich zeige Ihnen heute, worauf Sie bei der Pflanzung von Staudenbeeten besonders achten sollten. Wir haben hier ein Beet, das nur darauf wartet, bepflanzt zu werden. Und ausgewählt haben wir dafür Pflanzenarten, die sich ganz speziell für ein pflegeextensives Beet an einem sonnenexponierten Standort eignen. Heimische Pflanzen und Wildstauden sind dabei besonders wertvoll, weil die bieten wichtigen Lebensraum für heimische Insekten, für heimische Vögel und für heimische Säugetiere. Die Auswahl der Pflanzenarten, die stimmen Sie am besten mit einem Profi ab, weil es ist wichtig darauf zu achten, dass die Stauden auf den Standort, den Boden und dass die Pflanzen auf den Nährstoffhaushalt des Substrats abgestimmt sind. Weil auf dem richtigen Boden wachsen die Pflanzen dann besonders gut, sie bleiben länger gesund und die Pflege ist auch einfacher. Wenn man ein pflegeextensives Beet pflanzen möchte, dann eignet sich am besten ein magerer Standort. Nähere Informationen zum richtigen Boden erfahren Sie im Kurzvideo Substrate von Staudenbeeten. Genug geredet, wir starten jetzt gleich mit der Beetvorbereitung und entfernen zuerst einmal die Unkräuter. Wenn der Boden stark mit Wurzelunkräutern, wie zum Beispiel mit der Quecke oder mit Winden durchwachsen ist, dann ist es auch überlegenswert, den Boden auszutauschen. Aber in unserem Staudenbeet, da belassen wir jetzt einmal den Mutterboden. Ja, und als erstes bereite ich jetzt einmal das Beet zur Pflanzung vor. So, nachdem die Unkräuter alle entfernt sind, wird noch der Boden mit der Grabgabel oder mit einer Hake gelockert und das Beet plangerecht. Und größere Flächen, die können eventuell auch mit einer Fräse gelockert werden. So, nun wende ich mich den Pflanzen zu. Als erstes werden die Stauden in einem Kübel gewässert, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Es ist wichtig, dass die Pflanzen gut gewässert sind, damit sie zu Beginn nicht unter Trockenstress leiden. Im Pflanzbeet muss für ein gesundes Pflanzenwachstum natürlich auch ein guter Wasserabzug gewährleistet sein. Als nächstes platzieren wir mal alle Pflanzen auf der zu bepflanzenden Fläche. Dann grabe ich ein Loch in der passenden Größe, nehme den ersten Topf und nehme die erste Pflanze vorsichtig durch leichtes Andrücken aus dem Topf heraus. Und wenn man sich das jetzt genau anschaut, wenn genügend Wurzeln da sind, dann wird die Erde gut zusammengehalten und das ist optimal für die Pflanzung. Wenn die Wurzeln aber schon sehr dicht sind, dann kann man die ja vorsichtig ein wenig aufreißen. So, jetzt ab in die Erde damit. Die Pflanze, die soll nicht höher oder tiefer im Boden sein als zuvor im Topf. Und wenn dann alle Pflanzen eines Beetes eingepflanzt sind, dann wird nochmal kräftig angegossen. Zum Schluss trage ich dann auch noch eine Mulchschicht auf, um den Boden vom Austrocknen zu schützen und den Unkrautdruck gerade in der Anwuchsphase auch ein bisschen einzudämmen. Organische Mulchmaterialien aus regionaler Produktion, die gelten als besonders ressourcenschonend und wirken auch einer Überhitzung entgegen. Mehr Infos über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Mulchmaterialien erfahren Sie im Kurzvideo Mulchen in Staudenbeeten. Die Pflanzung von Staudenbeeten ist übrigens im Frühling oder im Herbst ideal, weil die Pflanzerl, die brauchen jetzt ein paar Wochen zum Einwurzeln. Und da ist es ganz gut, wenn es nicht zu heiß und auch nicht zu trocken ist. Und Frühlingszwiebeln, wie zum Beispiel Tulpen oder Narzissen, die werden nur im Herbst gepflanzt. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit vielen neuen, bunten Staudenbeeten in Ihrer Gemeinde.